Oh, eigentlich wollte ich die Kamera ausmachen und nicht an, aber jetzt, wo sie schon mal an ist. Heute geht's in den Urlaub. Hallo, guten Tag. Ich befinde mich in Spanien. Gut, es ist jetzt schon dunkel. Es muss im Hellen dann sicherlich mal alles gezeigt werden. Aber isn't it pretty? Ist der Pool leer? Nee. Alter, krass, das ist ja so klar, das sah aus, jetzt werdet leer. Ja, das ist Opas Lebensaufgabe hier. Das ist ja der Hammer. Der so ein bisschen trüb ist, der dreht ist ja der Hammer. Ich will da unbedingt reingehen. Oh, 10 Grad der Pool. Nice. Krass, ich dachte echt, der wäre leer. Verrückt. Ich raste aus, ich freue mich schon so, das alte im Hellen zu sehen. Das ist so schön. Hier wachsen Zitronen. Einfach so im Garten. Und die riechen so gut. Und das ist Bio. Bio, echte Bio-Zitronen. Bio für mich Apfel. Einen wunderbaren guten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden, aber auch nur, weil mir es so warm war. Wir haben nämlich vergessen, das Fenster aufzumachen. Und ja, weil ich einen kleinen Kater habe, bin ich schon aufgestanden, habe mir schon eine Mandarine und eine Banane reingezogen. Und jetzt schaut euch mal an. Schaut euch das mal an. Kann ich zoomen? Keine Ahnung. Hier sind einfach Papageien. Und der da ist sehr süß. Oh mein Gott. Hallo, guten Tag. Wir befinden uns heute in Nerja. Und ich habe mich eben auf einer Parkhaustoilette übergeben. Gestern noch eine ganze Weile mit Omi am Tisch und ich hatte eventuell einen Gin Tonic zu viel. Und oder Limoncello zu viel. Und naja, oder so. Und nach der Autofahrt hierher war mir dann nicht so schön. Da sind Omi und Obi. Es ist so schön. Komm, Leute, pull an. Oh, das riecht so schön. Das ist ein bisschen frisch. Es ist extrem stark wunderschön hier. Das macht mich wütend. Wir fliegen einfach nicht mal zurück, haben wir jetzt gerade in dem Moment beschlossen. Wir bleiben einfach hier. Wir sind jetzt Spanierin. Tschüss. Adios. Solo habla español. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh. Das hier ist zum Verkaufen. Also hier, Freunde, das ist unsere neue Adresse. Merkt euch das, könnt ihr uns besuchen kommen. Eieieiei. Ja, Mai, ist das schön. Vielleicht setzen wir uns einfach nur da rein. Das Gute an einem Steinstrand ist, dass man nicht überall Sand hat. Und das Schlechte an einem Steinstrand ist, dass hier Steine sind. Aber das Gute ist, man kann sogar Abhänge runterrutschen. Ja, das mache ich jetzt auch. Aber ich setze mich hin dazu. Hast du deine Rudelbahn? Oh. Ah, das ist wirklich sehr kalt. Es ist sehr kalt. Hallo, ich bin im Wasser. Also ich habe sehr lange gebraucht, weil ich dachte, meine Füße fallen ab. Aber dann hat mich auch noch eine große Welle von hinten erwischt. Und jetzt ist immer noch arschkalt. Ich würde so gerne mal die Kamera unter Wasser halten. Machen wir das? Danach ist der Ton vielleicht scheiße. Wir wollen euch hier nicht!
Gebt uns Sand! Er tut an den Füßen weh! Naja, schon schön so niveaulosen Humor zu haben. Und worüber hast du das letzte Mal so richtig lasst? Steine geworfen! Ich versuche noch mal ein bisschen Sand zu machen. Oh, das geht sogar richtig gut. Okay. Zum Glück sorgt hier einer wenigstens ein bisschen Sand. Die wollen uns hier verarschen. Wichser! Glaubt ihr, könnt uns spotten? Gibt es schlechte Bewertung auf Yelp? Deine... Oh. Du hast so kleine Hände. Und das sind meine riesigen Affenpfoten. Oh Gott. Ha! Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe eine Zitrone gepflückt. Alter. Ey, krass aus. Jetzt. So, und jetzt hier drin, oder was? Oh, 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 oh. Verrückt. So, jetzt muss ich nur wieder hier hochkommen. Das war eine dumme Idee. Oh, kann ich ja hier am Baum festhalten. Was ist denn da drin? Pisse. So, Kinder. Es ist spät. Wie spät ist es? 21 Uhr oder so. Und ich würde jetzt gerne versuchen, hier in diesen wunderschönen Pool zu gehen, der allerdings sehr, sehr kalt ist. Noch kälter als das Meer. Und es ist durchaus möglich, dass ich einen Rückzieher machen muss. Aber ich will es nicht unversucht lassen. Ich halte es nicht mal eine halbe Stunde in der Badewanne mit 35 Grad aus. Also mir ist der Fliesenfußboden hier schon ganz schön kalt. Okay. Ich habe ja für das Meer auch eine Weile gebraucht. Oh, 11 Grad. Einer mehr als am Dienstag. Na dann. Oh, das tut so weh. Oh. Es tut richtig, richtig weh. Ich probiere es nochmal. Naja, als wir im Meer waren, waren ja die Füße auch mit am schlimmsten. Und wie fühlen Sie sich? Gut. Gut, los, ab nach oben. Das ist sehr angenehm. Das war sehr aufregend. Ich bin aber sehr froh, dass ich es gemacht habe. Es war sehr cool. Ich stehe ja eh auf Wasser und schwimme und so. Und ich habe mir das von Anfang an vorgenommen, da noch reinzugehen. Und jetzt habe ich es gemacht. Ich habe gerade schon mal was in die Kamera gesagt, aber weil ich mein Gehirn weggefroren habe, habe ich vergessen, die Kamera anzumachen. Ich habe nämlich erzählt, dass es extrem windig ist,
So wie die letzten Abende auch. Und uns grault ein bisschen vom Fliegen morgen. Hört euch das mal an. Ja, ausgerechnet jetzt ist nee. Aber hier war auf jeden Fall die ganze Zeit sehr, sehr doll. Jetzt müssen wir noch alles essen und trinken, was wir haben. Oh. Und dann, ja. Also, du hast hier noch Wein. Ich habe Bier, Gin Tonic und da ist noch mehr Bier. Und Sophie hat schöne neue Zöpfe. Ja. Das sieht man, glaube ich, nicht. Doch ein bisschen. Und ich habe geknusperten Mais. Schmeckt ausgezeichnet. Alter. Alter Katze. Noch einmal Tschüssi sagen. Tschüss. Ja, der Sturm ist erst noch ein bisschen ausgerastet. Da mussten wir immer alles irgendwie in Sicherheit bringen. Das war sehr aufregend. Das war sehr schön. Hier. Meldet euch, wenn ihr angekommen seid. Machen wir. Tschüss, ihr Süßen. Tausend Dank für alles. Ich hab euch lieb.